Sie liebt Oldtimer. Doch die A-Flut lässt Marion Wenzel von der einzigartigen Sammlung nur einen Haufen Schrott. Traurig, wenn es jetzt dieser Abschied ist, aber es ist halt ein Abschied. Doch dann erlebt die Ahrweilerin ihr persönliches Wunder. Einfach unfassbar. Also ich bin ein Glückskind in dieser Hinsicht, das kann man keinem erzählen. Ein Leben in Trümmern und ein Wiedersehen, von dem sie nicht zu träumen gewagt hätte. Danke. In dieser kleinen Halle hinter ihrem Hotel steht über Jahrzehnte ein wichtiger Teil im Leben von Marion Wenzel. Wertvolle Schätze, zusammengetragen und gepflegt ein ganzes Leben lang. 17 teils legendäre Oldtimer-Raritäten, geerbt von ihrem Vater. Der Wert der automobilen Schätze ist schwer zu bemessen. Das ist also wirklich ein ganz exklusives Schmuckstück, ein Monroe. Und soweit ich weiß, gibt es davon nur noch 4 weltweit. Seit ihrer Jugend hat sie gemeinsam mit ihrem Vater an diesen Fahrzeugen geschraubt. Tausende Stunden Arbeit stecken in den alten Autos. Besonderheit dieses Krit von 1911 ist ein Hakenkreuz als Markenzeichen. Mit Nazis hatte die Firma aus den USA aber nichts zu tun. Sie verschwand lange vor dem Dritten Reich. Bei Rallyes errang Marion Wenzel zahlreiche Pokale. Aber sie hadert mit dem automobilen Erbe. Irgendwie muss man dann auch mal loslassen, weil ich möchte, bin neugierig auf das, was noch kommen wird. Selbst ihr Liebling, ein Ford A von 1928, scheint ausgedient zu haben. Das ist mein Herzstück, da sind auch die Kinder mehr oder weniger gestillt, gewickelt. Die sind dann auch mit mir Rallye gefahren. Und doch, das hat schon emotionalen Wert für mich, dieses Auto. Aber nee, das kann auch weg, ja. Bei Marion Wenzel zu Hause stapeln sich, sehr zum Leidwesen ihrer 3 Kinder, Kartons voller Oldtimer-Ersatzteile und Papiere. Am liebsten will die Hotelbesitzerin alle Oldtimer zusammen verkaufen. Einfach wird das nicht. Es muss alles sortiert sein, damit die Unterlagen zu den Fahrzeugen zusammen sind. Und damit man dann dementsprechend diese Ford-Gruppe verkaufen kann oder alles in allem, aber so oder so. Es muss sortiert werden. Hier sind schon mal einige von den Schlüsseln. Hier sind Fotos. Ja. Irgendwann, wenn man auch Kinder hat, die möchten dann irgendwie aus diesen Garagen irgendwas anderes haben. Und dann wird es einfach nur noch lästig, wenn auch Kinder nerven und. Klar, die Autos sind schön, besitzt nicht jeder, aber man muss halt ein Herz dafür haben. Und ich habe das jetzt so nicht. Und halt einfach nur schade für den ungenutzten Platz. Also, oder fehlgenutzten Platz für uns jetzt. Hast du das schon mal gesehen von deinem Opa? Ja. Echt? Ja, die waren bei Opa in... Genau, das sind vom Krit Manschettenknöpfe. Und eine Krawattennadel gibt es auch. Eine Krawattennadel, ja. Und die gehören definitiv zum Krit. Würdest du so Dinger tragen? Nein. Also Manschettenknöpfe an sich sind sehr schön, sind ein nettes Accessoire. Vielleicht zum Auto ja, aber... Man kommt, wird da halt relativ schnell wegen dem ersten Blick dann in die rechte Szene eingeschoben, weil die Leute sich nicht mit der Materie auseinandergesetzt haben. Also ich persönlich würde es nicht machen, weil es einfach da zu zweideutig ist. Also was die einfachste Geschichte jetzt erstmal mit dem Aufräumen ist, also ich arbeite ja immer nach dem Prinzip, was weg kann, kann weg, das sind einfach die ganzen Pokale. Da habe ich mich jetzt zu durchgerungen, dass wir die einfach mal entsorgen. Und zwar in der Mülltonne. Echt? Ja. Aber es ist auch ein Stück Erinnerung. Ist es so wie Fotos eigentlich? Ja gut, aber die habe ich auch schon aussortiert und die sind auch weg. Hier ist ganz spannend hier. Älteste Fahrzeug, ne? Ja. Ja. Ich habe keinen Bezug dazu. Wenn wir zu Hause sind, du fällst immer wieder über die Unterlagen, dann fällst du da und dann denkst du, boah, was für ein geiles Gefühl muss es sein, wenn du es gar nicht mehr hast. Also wirklich, du hast deine Freiheiten, du musst nicht mehr drum rumdenken. Es ist einfach eine Aufgabe, die nicht mehr da ist, weil
Ja, du musst dich nicht drum kümmern, dann rufen sie an, da brennt Licht, ist da ein Einbrecher drin und du bist immer irgendwo im Hintergrund doch unruhig und so weißt du einfach, du hast es nicht mehr, perfekt und das Leben geht weiter. Doch die Oldtimerhalle liegt direkt an der A. Was das bedeuten wird, ahnen Marion Wenzel und ihr Sohn Konstantin im Sommer vor der Flut noch nicht. Corona-bedingt tut sich kaum etwas auf dem Oldtimer-Markt. Da meldet sich plötzlich ein Interessent. Er kommt im Auftrag eines ungarischen Sammlers, möchte aber unerkannt bleiben. Also ich denke mal, wenn jemand sich da schon auf den Weg macht, so eine weite Reise zu machen, dann hat er auch Interesse und nicht nur dieses Vorgegaukelte. Für mich unterm Strich ist es wieder eine neue Möglichkeit mit anderen Kontakten, die dann eventuell zu einem Verkauf führen können. Da ist nichts mehr drin. Aber das ist natürlich, da sieht man so einen Farbverlauf, ne? Hier ist es dunkler wie hier. Aber dass die schon mal hier flutscht, ist schon mal nicht schlecht. Was schätzen Sie, wie viele würden denn von den Dingern anspringen? Dann muss da natürlich Wasser, Öl nachgefüllt werden, ein bisschen Luft, aber das hat ja mit dem Anspringen nichts zu tun, die Luft. Dann würde ich sagen, alle. Ja? Ja. Also bis auf die, die natürlich noch nicht zusammengesetzt sind, die ohne Motoren, ne? Klar, logisch. Hat Sinn. Aber ansonsten doch. Am Ende ist es auch eine Frage des Preises natürlich, ne? Ja. Weil wenn man sagt, man nimmt alles und man schafft das alles nach unten runter, ja, das ist natürlich schon extrem. Mhm. Also da muss man dann... Also du brauchst dann schon 3 oder 4 Wagenladungen, würde ich schätzen, ja. Und dann ist da ja auch noch ihr Ford A. Finde ich schön. Ich finde den auch schön. Der lässt sich auch gut fahren. Ich bin da sehr schwankend noch. Und dann, es kommt natürlich alles auch drauf an, wie ich da fühle. Und erstmal ist mir der Rest aber wichtig. Und wenn der sagt, okay, ich nehme den Rest nur mit dem, dann geht er weg. Punkt. Dann muss er weg. Dann ist er weg. Ist er nicht weg, ist er woanders. Und wenn es ihm da gut geht, jetzt müssen wir halt gucken. Marion Wenzel wartet auf ein Angebot aus Ungarn. Sie ist nicht zu Hause, als ihr Sohn Konstantin ihr diese Bilder schickt. Sein Auto beim Wegschwimmen beobachten ist auch mal eine Erfahrung, die nicht jeder macht. Es ist der 14. Juli 2021, der Tag der Hochwasserkatastrophe an der Ahr. Das Haus der Wenzels läuft voll. 4 Tage später, das Wasser ist weg, es bleibt der Schlamm. Noch immer werden Menschen vermisst. Von Marion Wenzels Besitz ist kaum etwas übrig. Hallo, ich bin in der Glasscheibe. Mann, wie kam das so raus? Jetzt gerade? Ja. Wir leben alle und das ist die Hauptsache. Das war mein erstes Hochwasser und ich hatte wirklich in der Nacht nur Angst um meinen Sohn. Die war schlimmer, ne? Denke ich mal. Ja gut, aber in dem Moment schon und das ist halt, wenn du mal selber Vater bist, weißt du, wie eine Mutter fühlt. Ja, man hat halt hier überall Hilfeschreie gehört. Man hat gesehen, wie Leute über die Sebastianstraße versucht haben, irgendwie sich zu retten, die dann von den Wassermassen mitgerissen worden sind. Das lässt man jetzt noch nicht an sich ran, weil jetzt muss man irgendwie funktionieren, irgendwie helfen, irgendwie versuchen, dass man alles wieder wohnbar machen kann. Die Garage, die Mauern sind eingebrochen. Mit den Oldtimern, ja, sind kaputt. Sind geschwommen. Also man sieht, hier war das auf über Brusthöhe. Das ist ja noch mal 100 Meter näher an der A. Ich denke mal, die sind total schaden. Das Hotel der Familie ist zerstört. Die historischen Autos sind überall verstreut. Der hing ja da am Baum. Aber was ich ja sagen muss, definitiv. Dafür, dass der am Baum hing, ist der richtig stabil. Ne? Ja, du siehst es nicht. Ist vielleicht traurig, wenn es jetzt dieser Abschied ist, aber es ist halt ein Abschied. Ja? Statt um Verkauf geht es jetzt nur noch um Entsorgung.
Wir haben hier Heizöltanks, wir haben hier Bakterien, wir haben hier Sprit. Es ist einfach verseucht. Das muss man einfach so sehen. Und du kannst es nicht einfach so lassen und Unbrutstätte für Bakterien, Seuchen, Ratten, was auch immer kommen wird. Nee, also da musst du schon sauber machen. 10 Tage später, 2 Wochen nach der Katastrophe. An der Oldtimerhalle herrscht Hochbetrieb. Von Entsorgung spricht hier niemand mehr. Stattdessen sind Autoliebhaber aus ganz Deutschland angereist. Niemand von ihnen kannte Marion Wenzel und ihre Oldtimer-Geschichte. Was hier passiert, ist einem reinen Zufall zu verdanken und dem Einsatz von Florian Treitz und Volker Tull. Wir haben mit dem Bagger hier hinterm Haus den Schlamm weggefahren und da habe ich in die Ecke geschaut und habe die Autos gesehen, die einfach nur noch wüst da standen. Da habe ich dem Volker ein paar Bilder geschickt. Dadurch, wo wir selber Motorsport betreiben beide und natürlich dann auch beide autoaffin sind, hat einem das hier natürlich dann doch schon im Herz wehgetan. Und da haben wir uns relativ kurz entschlossen, für zu sagen, wir müssen da handeln, müssen was machen. Meine Freundin hat sich dann abends hingesetzt und den Inhaber ausfindig gemacht. Du wusstest ja auch gar nicht, wem die Autos gehören, weil wir kannten ja hier niemanden. Der Volker hat dann zudem über Kontakte im Motorsport Leute ausfindig gemacht. Alles Schrauber, alles Jungs, die Ahnung von Autos haben, die Bock haben zu helfen. Mein Traum war es, dass ich 1 bis 2 Leute hinbekomme, die sagen, ja, wir sind genauso verrückt wie ihr auch. Wir helfen, wir restaurieren 1 Auto oder 2. Und mittlerweile haben wir wirklich 9 Leute gefunden, quer durch Deutschland. Und so kam es dann, dass die 9 Personen gesagt haben, wir restaurieren die nochmal. Und da muss man wirklich sagen, vielen, vielen Dank an die Motorsportler, super Gemeinschaft. Also Hut ab, kann man da nur sagen, an die Leute, die das Projekt wirklich angehen, weil das sind Jahresprojekte, bis sowas nochmal in einem Zustand ist, dass man sagen kann, man kann damit fahren. Es ist immer noch so wie ein wunderschöner Traum und realisiert habe ich das noch gar nicht, dass das so passiert und einfach unfassbar. Also ich bin ein Glückskind in dieser Hinsicht, das kann man keinem erzählen. Diese Manpower und diese Liebe, die dazu beibringen, es ist einfach unfassbar, unglaublich. Man muss ja mal sehen, der Florian ist eine Ein-Mann-Firma und er verdient kein Geld mehr. Stattdessen investiert er hier seine Arbeitskraft. Natürlich kann man das jetzt auslegen, wie man möchte, dass es auch wichtigere Sachen gibt. Aber wir können das, wir können nicht mauern, wir können nicht tapezieren, aber wir können das. Und wenn wir somit 9 Autos nochmal herstellen können und die Frau Wenzel kann 3 oder 4 davon verkaufen, kann sie dadurch Handwerker zahlen, um ihre Immobilien auch einfach wiederherzustellen. Auch der 84-jährige Karl-Heinz Stolz aus Daun ist gekommen, um zu helfen. Eine Tedeschi von 1908, das erste Auto, was Teneriffa auch gebaut hat. Ne? Ja, das war schon eine Geschichte hinter sich. Das ist eigentlich das meistverkaufte Auto der Welt gewesen. Und jetzt steht es hier so im Dreck und Knatsch, ne? Das ist schon schlimm. Ne? Ich restauriere die wieder. Natürlich mit nach Hause für die Familie Wenzel mache ich den wieder fit. Mario? Gut, wie viele Obst sind jetzt fahrbereit? Keins. Nein, vorher. Ich habe gerade eine Anfrage aus Tübingen, die auch sich gerne beteiligen würden. Ich bin eigentlich immer noch sprachlos. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass man innerhalb von 4 Tagen so viele Menschen mobilisiert. Ah, da haben wir aber die Scheinwerfer. Hier, da sind die Scheinwerfer. Ja, lass sie drin. Nee, die holen wir raus hier. Das gute Zeug, frisch lackiert. Die müssen wir sauber machen. Ich guck gleich, wenn sie da vorne liegen, ich kümmere mich. Wenn das Wasser und der Schlick erstmal 8 oder 14 Tage da drin steht, dann ist der Motor fest, dann rostet der, dann ist der Schrott. Deswegen war es auch so dringend, dass alle Beteiligten hier so schnell handeln konnten und wirklich die Autos direkt sauber machen. Die ganze Motorentechnik, Vergaser, das muss alles jetzt schnell auseinandergeholt werden und trockengelegt werden, sonst ist das alles kaputt. Und dann sind die Autos leider kaum noch zu retten. Man hilft, wo man kann, im Kleinen liegt es. Wenn jeder ein bisschen hilft, dann ist die Welt in Ordnung. Hubert Dreher aus Gaggenau beteiligt sich mit den anderen über 20 Helfern an der Rettung
die aus bis zu 400 Kilometern Entfernung für die Autos angereist sind. Hier haben wir wirklich nur das Gröbste runtergeholt, was ist, weil wir einfach auch vermeiden wollten. Teilweise haben wir Leute mit offenen Anhängern und wenn die jetzt auf der Autobahn 50 Kilo Matsch verlieren und jemand fährt dahinter, das wäre dann nicht gerade so gut. Deswegen haben wir das in groben Zügen abgewaschen und klar, dass auch das kontaminierte Schmutz, dass das hier bleibt, weil das wird ja entsprechend abgetragen. Also jeder, der selber sein Leben umstellt, um anderen Menschen in dieser Notsituation zu helfen, das ist einfach toll. Egal auf welcher Ebene und einfach schlicht und ergreifend bin ich da echt überwältigt gerade auch. Ne? Und wie schnell das ging und dass das zack, zack, zack ging und da waren die Autos draußen. Irre. Und dann diese Vorsicht auch und alles durchgeguckt, wo sind die Ersatzteile, wo muss man nochmal gucken, was kann man gebrauchen. Also irre, irre. Unfassbar, kann man gar nicht in Worte fassen einfach. Ne? Zum ersten Mal seit Jahren kommt in der Oldtimer-Erbin wieder eine Nähe zu ihren Autos zum Vorschein. Irgendwie habe ich so das Gefühl, man müsste jetzt eine Schaufel nehmen oder so einen Minischieber, dass es sauber ist und dann müssten sie alle wieder drin sein. Die Oldtimer sind vorerst in Sicherheit und reisen in verschiedene Teile Deutschlands. Irgendwann einmal sollen sie zurückkommen, damit Marion Wenzel sie schließlich doch noch verkaufen kann. Über Geld für die Restaurierung hat niemand gesprochen. 2 Monate nach der Flut. Die ehemalige Oldtimerhalle ist abgerissen. Marion Wenzel wohnt weiter in ihrem Haus. Das ist jetzt der Zustand, den wir haben. Es ist halt sehr staubig und so in Woche 7 befinden wir uns ja, ne, oder gehen jetzt in die 8. Woche. Es wird anstrengend. Es wird anstrengend über die Atemwege, über den Geschmackssinn. Ich gehe dann hinter meinen seidenen Plastikvorhang, erscheine ich, renne dann mit meiner Kaffeekanne durch meinen Flur in mein neu gestaltetes Wohnzimmer und setze mich da hin und genieße dann den Kaffee, weil ich das hier zu staubig finde. Ne? Und jetzt heißt es halt für mich aushalten. Aushalten, bis die Trocknungsphase übergangen ist, dass man dann wieder aufbauen kann. Heute gönnt sie sich einen Ausflug in die Eifel. Der pensionierte Autohändler Karl-Heinz Stolz möchte den Ford perfekt restaurieren, aber er ist unzufrieden. Die Polster haben die ja nicht, die brachten nichts. Da kann ich ja noch nicht einmal richtig hinsetzen. Ne? Das ist ein Problem mit dem Auto. Na, geht's dir gut hier? Ja, also, ich sag, die waren voll hier, alle. Ja. Ganz behältlich. Und wir haben die ja schon sauber gemacht. Aber guck mal, da kommt wieder immer der Staub. Mhm. Woher? Der sitzt wahrscheinlich hier in den kleinen Kanten. Überall. Überall. Sitzt der, ja, die Lampenknäse sind kaputt, ne? Hier, die sind alle kaputt. Das Engagement der freiwilligen Restaurateure verändert auch die Sicht der Besitzerin. Nein, das muss einfach erhalten bleiben. Also es ist so viel kaputt gegangen in meinem Leben. Das gibt einfach Hoffnung, dass da eine Zukunft wieder ist. Eine Zukunft, die Überraschungen bereithält. Juni 2022, Bernkastel-Kues. Die Motorsportfreunde Volker Tull und Olaf Pelz nehmen Marion Wenzel mit ins Automuseum Zylinderhaus. Ich habe hier einen Grit verkaufen können und der wird halt ausgestellt. Also das ist für mich was ganz, ganz Besonderes und auch eine Ehre, dass dieses Auto ein neues Zuhause hier gefunden hat. Ich bin jetzt auch gespannt, was mich da erwartet. Die Oldtimer-Erbin begegnet zum ersten Mal seit der Flutkatastrophe wieder einer Fülle historischer Fahrzeuge. Museumsdirektor Oliver Peitz erklärt. Das ist praktisch ein Überblick über die Kleinwagen- und Kleinstwagenproduktion in der unmittelbaren Nachkriegszeit, Anfang 50er Jahre. Das ist ein ganz kurioses Rollermobil aus den 50er Jahren, wo eben 2 Menschen hintereinander sitzen. Mhm. Also sie haben praktisch keine Türen, sondern eine Kanzel, die sie nach oben öffnen, wie im Flugzeug. Und es gibt auch kein Lenkrad. Abgesteppte Nähte und... Aber auch die Farben, ne? So typisch 50er Jahre. Also was ich hier super erstaunlich finde, diese vielen Eindrücke und die Liebe zum Detail. Und also
bin irgendwo erschlagen, auch mit den Informationen. Aber es ist wunderschön. Also so ein Stück auch wieder in eine normale Welt rein. Ne? Das finde ich sehr ergreifend gerade. Ja. So, schauen Sie mal, hier haben wir ein ganz besonderes Stück in der Ausstellung seit einiger Zeit. Gibt richtig Gänsepelle und Pippi. Ehrlich. Und Erinnerungen. Schön. Und nicht sauber gemacht. Also irgendwie, glaube ich, hatte ich doch mehr Bezug dazu, als ich mir eingestehen wollte. Ich finde das so toll, auch wie es hier zur Geltung kommt mit diesem Baum und richtige Entscheidung. Richtige Entscheidung. Gutes Bauchgefühl. Also hättest du nicht gerne wieder? Nee. Nee, also ich finde, das passt hier hin und er kommt hier zur Geltung. Und auch die Historie über das schreckliche Ereignis mit der Flut wird hier nochmal deutlich gemacht. Ich kriege Gänsefälle. Schön. Danke, danke, danke. Für die Möglichkeit auch, ne, dass es eben erhalten bleibt in einem würdigen Rahmen. Weiter, sonst fange ich an zu heulen. Dankeschön. Und der Volker, der das alles so schön organisiert und eingefädelt hat. Danke, danke, danke. Und nicht nur du, also ich kann auch sagen. Du auch? Ja. Ja, definitiv. Die Gänsehaut ist da. Und ich habe wenige so ergreifende Momente, aber das war jetzt wieder einer richtig. So. Das macht richtig was, ja. Hätte ich nicht gedacht, muss ich auch dazu sagen. Was sie nicht ahnt, die Motorsportfreunde werden noch eine Überraschung für sie bereit haben. Zurück im Rohbau. Nach fast einem Jahr hat sich hier wenig verändert, aber der Ausflug hat ihr gut getan. Ich hatte mir lange Zeit auch nicht so viele Gedanken darüber gemacht, auch über die anderen Autos nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, wie man sieht, hänge ich halt hier auch noch in Schutt und Asche und das hat für mich jetzt wirklich Priorität, dass ich hier mal einfach auch mal ein bisschen zurück in die Normalität kann. Und deshalb war das dann auch so wie so ein kleiner Katapult, dann wieder vor diesem Auto zu stehen. Also ich fand das gut, ja. Down, 6 Wochen später. Das Eifel Rallye Festival. Hier trifft sich die historische Rallye-Fahrzeugszene. Und hier soll Marion Wenzel ihre ersten restaurierten Oldtimer zurückbekommen. Renault Alpine. Ja. Das ist auch irre hier. Monte Carlo war der schon 73. Ja. Tolle Atmosphäre, ne? So, das geht sofort dann über ins Blut. Was ist das jetzt? Ja, ne? Schon toll, finde ich. Hast du eine Idee, welche Fahrzeuge dich erwarten? Nein, überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Hättest du einen Wunsch? Ja, natürlich mein A. Es wäre schön, aber ich habe überhaupt wirklich gar keine Ahnung. Und das ist dann umso aufregender, ne? Finde ich. Den von Karl-Heinz Stolz restaurierten Ford Tin Lizzie soll sie als ersten bekommen. Ja. Doch mehr als einen kurzen Blick kann sie noch nicht erhaschen. Das Verrückte ist, dass der Stolz trotz seinem stolzen Alter auch ein Fahrzeug entsprechend aufbereitet hat. Ich habe Herzklopfen bis hier oben. Es ist unglaublich. Eben liefen schon die Tränen. Also, so ergreifend. Es ist wirklich ergreifend. Die Besitzerin rausgefunden, Marion Wenzel. Komm, du schon. Hi. Danke schön. Du auch.
Komm, wir gehen mal hupen. Jetzt gehen wir mal hupen. Und die Hupe geht auch wieder, Schatz. Ja. Danke. Mario? Ja? Jetzt geht's ans nächste. Zuletzt hat Marion den Maxwell verschlammt und in Einzelteile zerlegt gesehen. Ihr seid total irre. Total irre. Wir sind neu lackiert. Guck mal hier, das ist besser als vorher. Ich kann die doch jetzt gar nicht mehr verkaufen. Das geht doch gar nicht mehr. Ihr haut mir da einen nach den anderen um die Ohren, ja? Ich kann die doch nicht verkaufen jetzt. Nein, das geht natürlich überhaupt nicht. Na? Du sollst sie auch nicht verkaufen. Du nimmst sie in Leihgabe, ne? Alter. Meine Fresse. Außerdem ist er in meinem Auto. Das war vorher nicht so schön. Irre, oder? Irre. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Er wollte doch was von mir. Oh. Marion. Ja. Aber du weißt ja, die Motorsportler sind nicht verrückt. Auf eigene Hand. Du bist so, danke. Entbehrung. Deswegen war das eine Herzensangelegenheit, dass wir dieses Auto auf Fahrbahn hier präsentieren. Mehr Arbeit hättest du wirklich investiert. Aus Schrott wurde ein fast fabrikneuer Oldtimer. Das beeindruckt auch Sohn Konstantin. Ein Jahr nach der Flut noch im Rohbau. Es ist sehr schleppend und braucht man halt so Events wie heute wirklich, die einem irgendwie zeigen, okay, das ist nicht alles schleppend, es geht weiter. Und ja, ich bin immer noch, also mir fehlen auch noch so die richtigen Worte für, um das hier ganz zu verpacken. Wow. Wirklich wow. Fährst du mit? Ja. Wie geil, guck mal. Ich weiß, dass diese Radumdrehungen 75 cm sind. Ich weiß, wo hinten mein Kofferraum war. Also das ist einfach mein Auto. Fertig. Das ist so eine Einheit. Es ist schön. Es ist wunderschön und einen Teufel werde ich tun, dieses Auto zu verkaufen. Das wollte einfach nicht weg und es bleibt jetzt bei mir. Und nicht nur ihr Lieblingsauto. Marion Wenzel will jetzt keinen ihrer Oldtimer mehr verkaufen. Ich versuche eine Halle zu bauen, dass sie dann in einem Museum stehen, wo auch wirklich viele Menschen an der Geschichte des Ahrtals teilhaben können und auch an diesen wunderschönen Momenten. Wenn du den Glauben verloren hast, dann geh in die Rennsportszene. Da findest du sie wieder.